Hallo YouTube, ich bin die Karin vom Kanal Radeln und Wandern und ich nehme dich heute mit auf eine kleine Flusswanderung entlang des Fuhlbachs. Der Fuhlbach ist einer der schönsten Sennebäche und diese Rundwanderung nennt sich, wie könnte es besser sein, romantisches Fuhlbachtal und ist knapp 7 Kilometer lang. Das ist ganz in der Nähe von der Wanderung, die ich eben gemacht habe, von der Ems Erlebniswelt aus. Und da dachte ich mir, keine 3 Kilometer weg, das nimmst du auch noch mit. Und wenn du Lust hast, mich am Fuhlbach zu begleiten, dann komm doch einfach mit. Hier stehe ich gerade und dem Eisvogel, dem folge ich nach. Vielleicht sehe ich ja einen. Und auf der anderen Seite, oh, schöner Ausblick, wieder zurück. Ja, das kann man doch mal eben machen, oder? I've been down, I've been everywhere, but I'm alright now, I'm alright. I nearly drowned in my own despair, but I'm alright now, yeah. Babies, you can turn the rain. Always messing around, but that has changed now, that has changed. I never thought I could settle down, but that has changed now, that has changed. To think another wasted night, but not anymore. No, no, baby, you can turn the rain into gold. So, this is what it means to fall in love. Hier an dieser Stelle stand tatsächlich bis 1925 eine Mühle im Wald, die auch als Getreidemühle benutzt wurde und von der Wasserkraft angetrieben wurde, die Tütke-Mühle. Davon ist wohl nicht mehr viel zu sehen. Each other through this ever-changing weather. Explore every bend of the road together. An open heart when your world is a mess. That's the only.
Sportlichkeit ist Trumpf. Das war das, was ich irgendwo mit anspruchsvoll gelesen habe. Auf einmal war der Bach breiter und führte seinen Sand wie vorhin auf der anderen Wanderung direkt an ihrem Quellgebiet. Sehr schön hier der Rückweg. Let me carry them until we know what to do. We can talk for hours, take a shower, then watch TV. Move to the west or spend the gleich wieder am Parkplatz, Mittweg heißt er, glaube ich, und komme deshalb zum Fazit dieser kleinen Wanderung. Auf dem Hinweg habe ich gedacht, wo ist die Romantik und wo zum Gott ist der Fohlbach? Das wird auf dem Rückweg besser. Auf dem Hinweg läufst du nämlich teils auf breiten, einfach zu gehenden Wegen, die mit Steinchen befestigt sind, immerhin kein rollender Schotter, das ist ja schon mal was. Wenn du in die andere Richtung gehst und wieder zurückkommst, dann wird der Weg deutlich flussnäher. Du siehst schöne Taleinschnitte, der Bach wird immer breiter, so wie hier. Und vor allem läufst du auf einem richtig schönen Wurzeltrail, fast die ganze Zeit. Manchmal ist er sehr schmal, der ist nichts für unsportliche Personen. Das geht einige Meter rauf und runter und die Stufen sind halt sehr ausgesetzt und hoch. Man muss nicht höhentauchlich sein, aber einigermaßen trittsicher sollte man schon sein, wenn man das gehen will. Das hat mir jetzt richtig gut gefallen, dieser Abschnitt hier. Und es erinnert mich vor allem an meine Tälerwanderung am Heiligenberg bei Bruchhausen-Vilsen, wo ich im Alter Quellgebiet im Rutental und so unterwegs war. Das verlinke ich dir mal hier oben. Es ist dem hier sehr ähnlich, nur der Bach wird hier immer breiter. Die Eiter schafft es nicht auf ganz diese Breite. Ja, wenn es dir gefallen hat, würde ich mich doch freuen über einen netten Kommentar. Vielleicht sagst du mir, ob du auch schon mal hier warst im Sendegebiet. Vielleicht wohnst du sogar hier in der Ecke. Mir hat es echt gut gefallen auf dieser Wanderung und auch auf der kleinen davor, Ems Quellweg zur Moosheide und den Senner Pferden und den Emsquellen natürlich. Und ich würde mich freuen, wenn du beim nächsten Video wieder dabei bist. Tschüss, eure Karin. Das war zu früh. Jetzt aber. Herrlich.